Boar meat is a delicacy? Does that mean it tastes good? Ich hoffe doch. Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cilia 2. Immer noch Schulden begleichen. In der letzten Folge haben wir wieder mal ein paar Nebenquests gemacht, weil wir Geld brauchen und Geld einzahlen müssen. Und ja, wir haben gegen so ein Elite-Monster gekämpft, das uns beinahe voll fertig gemacht hat. Aber ist ja noch alles gut gegangen und jetzt müssen wir zum nächsten Gebiet. Nehme ich mal an. Wir können auch zur Heliobarb-Festung mittlerweile gehen, aber das muss jetzt noch nicht. Nein, ich werde jetzt noch nicht Bescheid sagen mit den Katzen. Ich glaube, nicht hat da was passiert. Da gehen wir mal hin. Was? Hier wollte ich gar nicht hin, Mann. Vielleicht kann ich den Zug nehmen, brauchen Sachen, ne? Boah. Schon sagen, warum die Kampfmitglieder geändert. So, nochmal gucken. Hat sich hier was geändert? Ich möchte nicht so schnell wieder gegen eins kämpfen, ganz ehrlich. Auf Abenteuer aus. Ja, komm, den nehmen wir auch noch. Hat sowieso geplant. Oh, wir können den schon mal abgeben, okay. Sollte ich nicht letztes Mal nur einen dafür abgeben? Zwei? So, Holzabzeichen, gut. Holzabzeichen. Kann man auch direkt abgeben. Ein Partyhut. Okay. Ma. Kann ich auch schon mal hier bestätigen. Was? Du hast einen Bonus für deine Anstrengung bei den Rückzahlungen deiner Schulden erhalten. Im Briefkasten im Erdgeschoss von Lukas Wohnung ist etwas für dich. Sieh es dir an, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Also jetzt. Ich habe doch immer Zeit. Ist ja nicht so, als erwarten irgendwie Leute was. Nächste Zahlung. Naja. So, wo wohne ich nochmal? Da weiß kein Witz. Ich weiß echt nicht, wo ich wohne. So, wir haben Partyhut. Komm, Ludgar. Okay. Sehr schön. Alles klar, dann gehen wir mal zum, auch wenn wir schon mal dahin gehen, dann können wir auch mal gucken, was passiert bei dieser Katzenlady. Vielleicht kann ich ja was mit ihr machen jetzt. Sind jetzt wirklich alle hier? Es ist nur eine hier, stimmt. Ich habe ja drei, glaube ich, irgendwie auf der Suche geschickt, deswegen, ja. Dingens. Hey. Ach da, okay. Geht die Chris. Ja, super. Apropos Kitty Crisps. Oh, die kommen gleich wieder, gut. Dann gehen wir mal zum, wo ist es? Da, Torbalan Höhenstraße. Gucken wir mal, was da ist. Wir können noch mal hier hingehen, zum Spiritus EG Eingang. Obwohl ich nicht so glaube, dass wir schon da reingehen können, aber wir können mal gucken. Vielleicht bringt es das ja voll. Nimm die Torbalan-Höhenstraße zur Heliburg-Forschungsstation. Okay. Müssen wir sowieso hin, also ist kein Problem. Kann ich da rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, ich kann da rein. Das wusste ich. Sim. Mein Gott, wie das hier aussieht. Richtig geil. Ah, schön. Deine Katze ist zurückgekehrt. Eine? Okay, Ex Machina Whiskey. Folgende Katzen haben sich dir angeschlossen. Winnie. Sehr schön. Jetzt habe ich 5 Katzen. Eins von 2 gefundenen Objekten. Okay. Schauen wir mal, Duval und Tuma Kitty Chris einsetzen. Warum nicht? Jedenfalls irgendwie was ich immer jedes Mal im Menü machen kann. Okay. Dann war es das hiervon auch. Dann werden wir mal weitergehen. So, ja, ich habe schon wieder den Namen von dieser verdammten Straße vergessen. Torbalan, oder? Torbalan, jawohl, bin ich gut.
muss irgendwie Glück oder Skill oder Dummheit sein oder irgendwie sowas. Alles klar, so, weiter mal. Weiter jetzt zur Heliborg-Festung. Irgendwie was in der Story hier vorantreiben. Irgendwas Sinnvolles machen. Aber wir müssen halt Geld auftreiben. Ist das wirklich am Ende des Spiels alles zurückgezahlt? Wäre richtig geil. Da bekommt man nur irgendwie ein gutes Ende, wenn man alles zurückgezahlt hat. Hey, das kommt mir bekannt vor. Oh, die Geräusche habe ich in letzter Zeit auch schon wieder gehört. Wollt ihr, ich habe einen Partyhut. Und wir sind ja immer noch voll im Eimer, sehe ich gerade. So, jetzt sind wir wieder in ein Gebiet, wo wir voll aufs Maul kriegen, ne? So, Ju, du brauchst ein paar TP. Ja. Die Fertigkeit Machtladung. Wenn es dir gelingt, eine Abwehr nach dem Erstellen der Fertigkeit Machtladung für 0,75 Sekunden aufrechtzuerhalten, kannst du den TP-Verbrauch des nächsten Arzt in deiner Kombo um 25% reduzieren. Je stärker das Art, desto höher der TP-Verbrauch. Du sollst diese Fertigkeit aktivieren, um möglichst viel TP zu sparen. Okay, also Schneide, Level 1. Okay, das hätten wir auch schon mal erlebt. Steht das irgendwo? Ah, cool. Aliumkugel. Mondspiegelung. Wie lange dauert das? Ah, 60, okay. Wird schon gehen. So, alles Mögliche können wir dann auch noch einsammeln. Weil wir brauchen ja... Mein Gott, wie viele Gegner hier rumlaufen. Wir brauchen ja noch einige Gegenstände jetzt zur Questerledigungen. So, weiß ich nicht. Weil man ja alles brauchte noch. Nur Kleinzeug, Materialien. Wir einfach mit ein paar Leute hier kämpfen und dann wird das schon gehen. Ah! Und alle Sachen sammeln. So, Jude, ich muss mal dich steuern. Ich traue dein TP verbrauch nicht. Hast du mir gerade auch aufgerufen, ne? Komm mal her, Ludger. So, sehr gut. So, du brauchst ein paar TP. Das ist ja nicht wieder, was du gemacht hast mit deinem TP. Aha. Aha. Dann kannst du auch wieder beleben, ey. Das ist meine Sache hier, das ist mein Ding. Mein Gott. Wir brauchen unbedingt einen Heiler. Ich habe immer noch keine TP, was soll das eigentlich? Und eigentlich TP sammeln. So, komm her. Ich hätte mich wirklich irgendwo aufruhen sollen, ne? Blöd bin ich eigentlich. Naja. Schnellschritte. Um einen schnellen Schritt nach vorn und zurück zu machen, benutze vier und links und rechts. Einen schnellen Schritt kannst du außerdem durch die Schnelle, haben wir schon mal gelernt irgendwo. Ja. Wurde nicht schon mal gesagt? So, noch mehr erledigt. Gut. So, Bestien, das sind glaube ich alles schon Sachen, die wir hatten. So, was muss ich denn noch kaputt hauen? Ich dachte, mich das davon abhalten würde, irgendwas kaputt zu hauen. Besiege Erdmandragora mal 1. Melde dich beim Auftragsbörse. Okay, besiege 3 besiege Katzen mal 5. Okay, Katzen und Mandragoras. Das ist alles andere. Get the fuck off. GTFO. Ja. Sehr schön. Finstertrunk. Den werde ich wahrscheinlich brauchen, wenn ich offline trainieren werde. Wieso das Gefühl habe ich, werde das bei dem Spiel nicht so oft machen. Riech ich eigentlich da? Der letzte Boss hat mich voll auseinandergenommen, ey. Natürlich muss ich hier wahrscheinlich viel trainieren. Aber offscreen, ja, offscreen. Jude. Danke. Oh nein, die zaubern. Aha.
Zack. Will nicht so viele Arts einsetzen, Jude, einfach TP sammeln. So wie ich. Am besten steuere ich dich wieder. Hilfe. Könnt ihr es wagen? Ich bin Doktor. Viele Power-Treffer wir die ganze Zeit machen, ey. Ist nicht zu fassen. Elite-Monster bekämpfen, das sagt zu mir. Jetzt heißt, die meisten Elite-Monster, gegen die du kämpfst, verfügen über Standhaftigkeit und jede Menge KP. Du sollst ihnen also besser nicht unvorbereitet gegenübertreten. Denn das wäre eine sichere Niederlage. Manche der Bewohner, die sich in der Nähe der Auftragsbörse befinden, haben möglicherweise Tipps zum Besiegen dieser Monster parat. Rede mit ihnen. Boah, ich hasse doch alle Menschen. Ich rede doch nicht mit anderen Leuten. So, jetzt nur noch Katzen, glaube ich. Die Katzen sind jetzt noch übrig. Ich brauchte ja nur einen Mandragora. Boah. Warte mal, du bist eine Katze. Komm her. Ist da irgendwie noch ein Loch? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh Mann. So, jetzt langsam wird's wieder. Langsam kommen wir aus den Sterben irgendwie raus. Du hast eine Fertigkeit gelernt. Das ist sehr gut. Geschicklichkeit. Her damit. Alliumkugel. Du musst noch Morgenlicht lernen und Zerberusschlag. Du musst noch Mondspiegelung lernen. Ja, sehr gut. Alles läuft nach Plan. So, komm her. Die Kamera ist natürlich sehr gut platziert. Oh Gott, Hilfe. Aua. Aua. Warum? Komm her. Ich würde sagen, wenn ich den nicht treffe. Hilfe. Aua. Oh nein. Nein, 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 nein. Komm her. Wäre gut, dass er noch einen Schritt nach vorne macht, weil er tritt ihn ja weg hier. Ist ein bisschen blöd zu treffen. OTP. FP Maximum. Wenn du eine neue Fertigkeit lernst, wird die Hälfte der FP, die zum Aktivieren dieser Fertigkeiten erforderlich sind, den gesamten FP der Figur hinzugefügt, die sie erworben hat. Außerdem kannst du deine FP erhöhen, wenn du bestimmte Gegnerarten besiegst. Welche Figur eine FP-Anstieg erhält, hängt davon ab, welche Art von Monster du besiegst. Versuche auf den Reisen alle Monsterarten zu besiegen. Okay. Ja, den Auftrag haben wir auch erledigt. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Da gucken wir noch dahin, ob da irgendwie so ein Loch war, wo wir reingehen können. Da müsste ja eigentlich auch sein, ne? Ich kenne ja nicht alles auswendig, auch wenn das hier im ersten Teil vorkam. Dann hoffe ich, dass in der Heliobock-Festung auch irgendwie so Quests abgegeben werden können. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nochmal zurückzugehen. Ich dann, wenn schon mal auf den Weg gehen. Zur Heliobock-Festung. Festung, So, apropos Gerichte, ich könnte ja mal Gerichte hier einsetzen. 30% mehr Elementerz, was? Ja, damit. Warte mal, Tomatenomelette, brauchte ich das nicht für eine Quest? Heute jetzt nicht. Spart mal lieber erstmal auf. Obwohl, ich bin ja gerade so in der Klemme. Nehmen wir das. Dann kriegen wir aber wieder TP zurück nach dem Kampf. Da brauche ich voll. Muss nicht mehr gegen irgendwas kämpfen. Ich habe schon alles von euch ein paar Mal getötet. Ich brauche euch nicht mehr. So, komm her. Ein Ledermantel, den habe ich letztens gekauft. Willst du mich auf den Arm nehmen? Aha. Karma. Würde ich sagen, Videospiel Karma. Etwas vollkommen Unnötiges passiert, ey. So wie wenn man zum Beispiel Pokémon spielt und man sucht irgendwie die ganze Zeit nach einem bestimmten Pokémon. Und dann genau kommt es nach einer Stunde überhaupt nicht. Obwohl es irgendwie 10.000 Mal schon vorher aufgetaucht ist, als du es nicht fangen wolltest oder irgendwie sowas. Sowas in der Art jedenfalls. Das ist Videospiel-Karma. Habe ich wieder was euch beigebracht, ne? Gern geschehen.
Und was ist hier? Nix. What the heck? Na gut. Deine Katze ist zurückgekehrt. Geil. Wie, hat nichts gefunden? Ich habe Kitty Crisps hier dafür verballert. Schicken wir ihn nochmal nach Triglyph. Alles klar. Ah, ja, ja. Ich kann ja mal hier bei Dingens gucken, bei Titel. Kampfherausforderung. Achtfacher Angreifer. Du hast eine Combo-Fate, die du für die AZ brauchst, bla 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 bla. In eine Art verwandelt hast. Du hast einen Gegner in der Luft besiegt. Boah, das werde ich sowieso nie schaffen. Diesmal nicht. Wenn der Gegner, ja, werde ich schon irgendwie so drüber stolpern. Guck ich mal auf Screen an irgendwie und dann, keine Ahnung. Werde ich dementsprechend kämpfen? Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Okay, ich dachte. War 20? Eine neue Art. Sehr schön. Mondspiegelung. What the heck ist das? Donnergrollen. Was? Ich hab schon. Was? Boah, ich habe hier die ganze Zeit schon eine neue. Okay, was ist das? Donnergrollen. Er sticht einen Gegner von oben, wird bei einem am Boden liegenden Gegner zu einem kritischen Treffer. Ach, okay. Näher dich deinen Gegner und schlag zu, während du zurückspringst. Ich habe die ganze Zeit neue Attacken und ich setze sie nicht ein, ey. Bin doch sowas von... Bäh. Na gut. Wahrscheinlich voll immer Angriffe, ey. Komm mal her. Oh, der war vielleicht nicht so gut. Okay, sehr gut. Oh Gott, shoot. Oh Gott, Ludgar. Wir sind alle irgendwie tot. Hilfe. Kann Donnergolden aufverwandelt werden? Anscheinend nicht. Angriff von hinten. Wenn ein Feind eine Figur beim Erkunden vom Spielgebieten von hinten berührt, bist du bei Kampfbeginn von Feinden umzingelt. Pass also auf, dass du nicht überrumpelt wirst. Dankeschön. Ja, Art. So. Müsste ja wohl reichen jetzt. Wie ich gesagt, das Spiel ist einfach. Kommen wir nur aufs Maul jetzt. Da bin ich gerade reingegangen, da war nichts, ne? Ich habe zwar gesehen, da sind noch ein paar Sachen, aber egal. War immer noch nicht da. Da sieht aus, als wären wir gleich da. Sehr schön. Eine Art verbessert. Stimmt, ich sollte mal vielleicht ändern wieder. Sprungabbruch. Brich Angriff durch Springen ab, das ist Mist. Kann ich schon auf den ersten Teil, das ist richtiger Mist. Was brauchst du denn noch? Morgenlicht. Da nimmst du so lange das hier. Nein, nimmst das hier. Auch wenn ich Intelligenz nicht brauche für Ludgar. Nehme ich an. Wer weiß, vielleicht lernt er ja irgendwann Zauber, was ich aber irgendwie so bezweifle. Geh weg. So, das Gefühl, ich muss sowieso noch ein paar Mal hier durch die Gegend laufen, deswegen tun wir jetzt nicht so gründlich hier überall alles einheimsen, außer hier in den Löchern und so. Weil da ist bestimmt was Sinnvolles drinne. Stiefel, na, sag ich doch. Hier können wir mal Jude geben. Ja. Wie sieht mein Geld aus? So, okay. Also sowieso wieder voll viel Geld. Ach, da ist sie. Die Helioborg-Festung. Da, boah, da sind wir sehr spät im ersten Teil angekommen. Ich glaube, da sind wir als erstes, nachdem wir in Olympius gelandet sind, hingegangen. Wenn ich mich nicht irre. Okay, ich sehe ja schon, dass der Teil nicht erkundet worden ist, deswegen werde ich hoffentlich auf dem Rückweg oder wenn ich sowieso nochmal hier hin muss, nochmal gründlich hier durchschauen, was es hier so gibt. Naja, habe ich was voll Geiles verpasst. Ich hoffe natürlich nicht. Was? Nietenstiel?
Eine Niete, die ein Eis am Stiel gefunden hat, am Eis am Stiel gefunden wurde. Bring sie zurück zur Snackbar und komm gar nichts. Verlieren ist blöd. Oh mein Gott. So, speichern wir mal. 10 Minuten haben wir noch, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Ne? Okay. Vielleicht passiert dann noch in der Story irgendwas. Die Hauptgeschichte fortsetzen. Ja, komm. 10 Minuten. Wird schon nichts passieren. Wow. Kapitel 4. Spirit außer Rand und Band. Oh nein. Stop right there. Authorized personnel only. What happened here? Ich bin Doktor, was soll das? Jude, I didn't realize it was you. Well, you see. Damn it. Someone really did a number on the security system. Oh, hallöchen. It's Alvin. Well, if it isn't the honors student. Great timing. Hallöchen, Typ, den ich nicht leiden konnte. Also nicht doch leiden konnte, aber nicht trauen konnte im ersten Teil. Which trapped a bunch of Reza Maxi and Goodwill Ambassadors. Balin was showing him around, so he's there too. Balin, we have to save him. He'll give us a hand? Yes, we have some business with Balin. Luger, was it? You know, this is all more of Exodus's handiwork. I used to count myself among their members. Still want to trust me? Nein. Okay, ja, eins ist natürlich sehr zugunsten von Alvin, aber wir sind da nicht im ersten Teil, wo er nur Scheiße gebaut hat, meiner Meinung nach. Außerdem muss ich von der Perspektive von Ludgar ein bisschen hier, wo ich mich auch noch nicht entscheiden kann, soll ich von meiner Perspektive oder von Ludgar hier denken? Aber ich würde mal als Ludgar sagen, ja, ich vertraue dir, mein Gott. One of Jude's friends, aren't you? Nein, ich bin einfach nur blöd. What about you, Alvin? Aren't you one of Jude's friends? Tough to say. Yes, he is, and he knows it. Well, he seems pretty sketchy to me. Gut, danke. Let's break this down. Where are Balin and the tour group being held captive? Up on the development wing. The weather's getting nasty. Let's get this done ASAP. Okay, so das heißt, du schließt dich uns an. Durch die Entscheidung, die du bei Ereignissen und Plaudereien triffst, kannst du Ludgars Freundschaft mit den anderen Figuren vertiefen. Die Freundschaft kann auch durch das Verbinden im Kampf steigen. Du kannst den Freundschaftswert jedoch nur einmal pro Plauderei erhöhen. Wenn du deine Freundschaft mit anderen Figuren vertiefst, werden bestimmt ganz tolle Sachen passieren. Du kannst den aktuellen Freundschaftswert der anderen Figuren ansehen, den du auf Ludgars Startbildschirm Viereck drückst. Ah, okay. Okay, Alvin hat sich uns angeschlossen. Und genau wie im ersten Teil ist er das dritte Mitglied, das sich uns anschließt. Also das zweite, das sich uns anschließt, aber das dritte Mitglied ist. So, Alvin. Schön, dich wieder zu haben. Glaube ich. Ah, na gut. Du hast auch eine Hutfrisur aus irgendeinem Grund. Okay, tu mal ihn auch mal wieder ein bisschen ernsthafter darstellen. Mein Gott, die sehen alle so aus, als wären sie aus Olympios jetzt. So, was haben wir denn hier? Stärke, das ist schon mal gut. Hast du einen eigenen? Du hast Funke. Sehe ich gerade. Sehr schön. Beweglichkeit, Intelligenz, nein. Dämonenzahn, Geschicklichkeit, Erdbruch. Okay, Funke ist eigentlich schon gut. Sehr schön. Und Arzt, was hast du mit Arzt? Schutzfeld, Servoschlag, okay. Dämonenzahn, Tiger Blade. War zu erwarten. Dämonenzahn. Ich muss halt mal so unordnen, wie ich das sonst mal mache. Tiger Blade, Schutzfeld. So. Servoschlag. Hat er verbessert, genau. Was hast du an Fertigkeiten? Machtladung und Zauberschutz. Auch, okay. Sieht's hier aus? Nein, okay. Jetzt rennt uns wieder die Zeit davon. Kann mal gucken. Was soll ich denn jetzt nochmal gucken? Ach so, ja, durch Start, auf Status, ne? So, auf Viereck. Okay.
Bei denen steht natürlich nichts, ne? Also gut. Elvin sieht irgendwie komisch aus. Jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was hat denn? Ah, okay. Warte mal. Haha, mein Geld. Stimmt ja, ich habe ja nicht so viel zur Auswahl. Okay, dann weiß ich nicht, sollen wir schon mal reingehen oder? Ja, gehen wir mal rein. Wir wollen auch nicht irgendwo einen Speicherpunkt oder so noch finden. Okay, was? Ich bin kein Fräulein. I'm not little. Okay, dann mal da. Okay, TP, super. Kann ich gebrauchen. So, hier muss doch irgendwas sein. Da war im ersten Teil immer was dazwischen, glaube ich. Ich mich nicht irre. Aber anscheinend nicht. Ich würde gerne meine Questnummer abgeben. Okay, da sehe ich einen Gegner. Komm mal her. Elvin, zeig mal, was du drauf hast. Sehr schön. Wir sind jetzt zu dritt. Ich brauche aber immer noch einen Heiler. Aua. Warte mal. Zack. Hä, da kann ich auch das einsetzen? Oh, wir haben noch einen heilen Angriff, sehe ich gerade. Hey, hilf mir mal. Habe ich mir irgendwie angewöhnt, so mitten im Angriff hier Charaktere zu wechseln. Na genau, Elvin, komm du mal. Möchte ich mal als Partner haben. Und zack. Mach schade. Ja, du kannst wieder aufladen, ne? Hab ich mir schon gedacht. Sehr schön. Alvins Partnerfähigkeit breche, aber wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der deine Angriffe abwehrt und Alvin als Partner hast, versuchst er einen Abwehrbrecher gegen den Feind einzusetzen. Ein Gegner, der von einem Abwehrbrecher getroffen wird, wird betäubt. Alvin gibt einen tollen Verbindungspartner ab, wenn du gegen Kraftgegner kämpfst, die deinen Angriff oft abwehren. Ja. Yeah. Deine Katze ist zurückgekehrt. Wui. Oh, diesmal was gefunden. So, dann versuchen wir es nochmal mit Duval. Das hoffe ich auch. Für dich. Ja, geh mal weiter. Ich hoffe nicht, dass das hier zu groß ist, das Gebiet. Weil ein Speicherpunkt irgendwann in der Nähe ist. Oh, Hallöchen. Das ist wahrscheinlich ein Tutorial für Elvin oder so. Careful. Mein Gott. Hey, den Angriff kenne ich doch irgendwie. Warte mal, kann ich da den in der Luft einsetzen? Nee, aua. Mein Gott, irgendwie ist Elvin zerbrechlich. Wie geht denn das? Boah. Wollte ich gleich einsetzen. Jude, du bist gerade voll am Verrecken. Bist du? Ich glaube, ich sollte mal Jude irgendwie steuern. Oder ich muss mal. Mein Gott, was ist das denn? So, zack. So, komm her. Okay, danke. Ach, gibt's da nicht. Jetzt bin ich schon wieder leicht tot. So, zack. So, jetzt aber. Geh weg. Hey, not too shabby there. Maybe you didn't need me after all. Okay. Titel fast freigeschaltet. Opportunist. Nur noch 5. So, wir haben wieder HP-Probleme. Wie immer. How many bullets do these bastards have? It sucks being the only good guy who can shoot back, you know?
Oh nein. You call that a hero's welcome? I even brought you guys these wonderful toys. The safeties were on. As you probably figured out, these people are so be careful where you point them. Look who's talking. Now for some target practice. Shoot first and ask questions later. Okay. Okay. Kann ich Pistolen ausrüsten? Halte L1 gedrückt und drücke R2, um deine Doppelpistole zu wechseln. Cool. Um die Doppelklingen zurückzuwechseln, wiederhole diese Tastenkombination und halte R1 gedrückt und drücke R1. Doppelpistolen können entfernte Ziele angreifen und haben Arts mit hoher Beweglichkeit. Sie eignen sich für Ziele in großen Distanzen, die nicht selbst angreifen können. Aha. Oh, sehr schön. Wir haben einen Fernkämpfer, sehe ich gerade. Muss ich dich jetzt töten? Willst du mich verarschen? Wahrscheinlich tue ich hier wieder in zwei Parts oder so sortieren. Ja. Na gut, dann ja, müssen wir den Kampf wiederholen. Oder weiß ich nicht. Warum muss ich den denn damit erledigen jetzt? Oh cool. Ja, ich überlege gerade, was ich machen soll. Ich mache jetzt, habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich habe vor der Heliobock-Festung gespeichert. Das heißt, ich werde wahrscheinlich offscreen wieder bis zu diesem Punkt hier spielen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.